Sie gehen einfach dahin und fressen den Marktplatz leer. Alter, mein ganzes Gras ist weggefressen. Tausende von Einheiten. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Of Life and Land. Im Early Access, meine lieben Freunde, haben wir es jetzt zwischen dieser und der letzten Episode geschafft, den Marktplatz aufzubauen. Und ich habe auch gleich direkt mal das Handelsabkommen, das Freihandelsabkommen geschlossen mit Hochdorf. Da mussten wir ja 100 Brote produzieren. Und das ist jetzt sozusagen die Voraussetzung, um das einzugehen. Und das finde ich schon sehr sinnvoll. Dann haben wir hier noch Siedlungsrecht. Da könnten wir bei ihnen sogar eine eigene Siedlung eröffnen. Da brauchen wir dafür aber 50 Tonwaren. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Und wir hatten hier zwischendrin, deswegen habe ich das auch mal so ein bisschen offscreen weitergespielt erstmal, ein paar kleinere Probleme, die ich lösen musste, die auch gar nicht so einfach zu lösen war, gar nicht so einfach zu durchschauen waren, da komme ich gleich dazu. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns auf Life and Land im Early Access reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne die Kommentare benutzen, um mir mitzuteilen, ob ihr mehr davon sehen möchtet, genau. Also es gab ein paar Probleme bei der Nahrungsproduktion. Genauer gesagt hatten wir auf einmal kein Brot mehr produziert. Ihr seht das vielleicht, da gab es so eine Flatline. Obwohl, also es war eingelagert, ne? Aber es gab eine Flatline bei der Produktion. Und das ist natürlich schlecht, weil das heißt natürlich, dass die Bevölkerung dann tendenziell nicht so wirklich gut versorgt wird. Woher kam diese Flatline? Es war anscheinend so, dass obwohl genug Getreide gesammelt wurde über die Sammler, hat anscheinend nur eine von beiden Mühlen die Produktion auch wirklich durchgeführt. Das gleiche war übrigens auch der Fall bei dem Schneider. Einer von beiden Schneidern hat die Produktion einfach eingestellt zwischendrin. Der hat einfach nichts gemacht. Und das war sehr merkwürdig. Und wir hatten auch tatsächlich keinen wirklichen Grund identifizieren können. Wir haben dann mal den Müller, der da gearbeitet hat, den haben wir mal verfolgt, wo der eigentlich genau hingeht den ganzen Tag und was der eigentlich genau macht. Und dann haben wir festgestellt, der geht da gar nicht hin zur Mühle. Der geht immer irgendwo anders hin und macht alle möglichen anderen Sachen, aber der geht gar nicht zur Mühle, um zu arbeiten. Und dann haben wir mal gesagt, okay, dann scheint das vielleicht einfach ein Wegfindungsfehler zu sein, weil das Spiel ist Early Access, kann durchaus sein, dass noch das ein oder andere vielleicht auch mal fehlerhaft ist. Dann haben wir die Mühle einfach mal abgerissen, neu aufgebaut, also hier so ein Feld weiter rechts. Die stand ursprünglich hier, jetzt dann haben wir sie hier aufgestellt und dann ging es wieder. Dann hat er wieder seine Arbeit gemacht. Beziehungsweise hier bei dem Schneider war es dann so, nachdem wir dann die Arbeitszeit wieder verlängert hatten. Man kann ja hier über das Gemeindezentrum den Stundenplan erhöhen. Auf 12 Stunden haben wir den jetzt gestellt für die normalen Wochentage. Am Wochenende nur um 8 Stunden. Und seitdem arbeitet auch der Schneider wieder. Jetzt weiß ich nicht genau, lag es bei der Mühle vielleicht wirklich an der Platzierung, dass da vielleicht irgendwas nicht gestimmt hat? Oder ist es vielleicht bei beiden Gebäuden einfach das Problem gewesen, dass die Arbeitszeiten einfach zu kurz waren? Aber dann erklärt es mir trotzdem nicht, warum, wenn die Arbeitszeiten so kurz waren, warum dann trotzdem einfach keiner was gemacht hat. Also das ist sehr merkwürdig. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, noch nicht so ganz durchschaut. Das wird auch nicht so richtig klar gesagt, finde ich. Also es wird nicht so richtig deutlich gemacht, warum ein Gebäude nicht produziert. Weil wenn du es anklickst, dann ist erstmal augenscheinlich alles in Ordnung. Also du siehst, da ist der Typ, der ist zugewiesen. Das ist auch immer der gleiche, ja, der da zugewiesen ist. Und dann guckst du und du siehst halt einfach, dass da nichts passiert. Du siehst halt immer dieselbe Zahl bei Getreidekörner und du siehst halt, dass keiner was macht. Und das ist halt natürlich schwierig dann, ne? Wir sehen auch, das dümpelt gerade auch schon wieder so ein bisschen vor sich hin. Und das ist halt seltsam, weil eigentlich kommt genug Getreide rein. Also gut, jetzt gerade natürlich wieder nicht, aber wir haben ja sogar ein zweites Sammlerhaus schon gebaut jetzt. Und hier ist ja auch wieder Getreide drin und so. Und jetzt liefern sie ja auch gerade wieder welches an. Müsste auch gleich wieder welches kommen, glaube ich. Ja, genau. Kommt wieder was rein jetzt. Also das ist immer eigentlich, da kommt immer irgendwie was rein von irgendwoher. Das heißt, das kann eigentlich nicht sein, dass es wegen einem Rohstoffmangel passiert. Jetzt ist hier natürlich die Mühle voll. Okay. Das ist natürlich nochmal was anderes. Wir können auch mal tatsächlich bei der Mühle noch das Lager vergrößern, würde ich sagen. Baubretter müssten wir ja noch haben. Warte, die sind hier. Ja, genau, die haben wir noch. Da machen wir jetzt hier bei der Mühle auch nochmal das Lager größer. Dann kann wenigstens ein bisschen mehr noch eingelagert werden, wenn die jetzt das verarbeitet haben. Dann kann sich dann die Bäckerei schneller bedienen auch. Die Bäckerei hat ja auch schon alle Upgrades, bis auf das hier.
Gesamtholzverbrauch mit grob gehauenen Steinen. Ja, komm, machen wir das mal auch noch. Bisschen den Holzverbrauch noch reduzieren. Ich glaube, das wird langsam auch so ein bisschen zum Thema hier. Der hat da nur noch einen Baum, der Holzfäller, den er noch abbauen kann. Und danach müssen wir den, glaube ich, mal woanders hinstellen schon. Und es ist auch bald wieder Winter. Ich glaube, in 4 Tagen oder so. Können auch mal wieder jetzt die Zeit beschleunigen. Es ist nämlich gerade schon wieder Nacht. Genau, also jetzt haben wir ja den Marktplatz. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir damit jetzt eigentlich genau machen können. Also Handel treiben offensichtlich. Wir haben ja jetzt hier eine Übersicht. Handel. Neuer Eintrag können wir jetzt machen. So, jetzt haben wir hier ja ganz viel Gras. Das ist eigentlich auch das Einzige, was wir haben. Getreidekörner haben wir noch ganz wenig. Ein bisschen ein paar Äpfel. Ein bisschen Brot. Aber das brauchen wir selber für den Winter. Nehmen wir mal das Gras vielleicht, oder? Warte mal, was haben wir bei Wasser? 507 und 10 Einheiten Milch. Beim Baumaterial haben wir vor allem Steine. Aber die brauchen wir auch selber, wenn wir größere Gebäude bauen. Klamotten haben wir 5. Also ich glaube, das Beste ist tatsächlich das Gras. So, jetzt müssen wir mal gucken. Extern und intern. So, wir wollen verkaufen. Uiuiui, warte mal. Unser Marktplatz wird diesen Artikel von Fremden einkaufen. Nee, nee, nee. Unser Marktplatz wird diesen Artikel an fremde Fraktionen verkaufen, solange wir mehr an Lager haben als der eingestellte Schwellenwert. Aha. So, warte mal. Der eingestellte Schwellenwert, setzen wir den mal auf 400. Das ist, oder nee, warte, wir sagen 300. Setzen wir den mal auf 300. 300 behalten wir und alles, was drüber ist, wird verkauft, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Unser Marktplatz, genau. Unser Marktplatz stellt diesen Artikel intern zur Verfügung, solange wir mehr an Lager haben als der eingestellte Schwellenwert. Guck mal, jetzt, genau, jetzt haben sie, glaube ich, ja, habt das gesehen? Jetzt haben sie gerade das Gras, haben sie jetzt dahin geliefert. Genau, 300 Einheiten haben sie jetzt hingeliefert. Gelagerte Güter 4x Tonwaren. So, und jetzt ist die Frage. Jetzt haben wir noch mehr gekriegt, oder? Guck mal, 400. So, jetzt ist es ja schon drüber eigentlich. Über den 300. Jetzt müsste ja eigentlich, das was drüber ist, müsste ja verkauft werden eigentlich. Und zwar an extern eigentlich. Kann man das irgendwo sehen? Wer da irgendwie eine Nachfrage hat? Das wäre mal ganz spannend. Die Hochebene, Hochdorf. Kann man das sehen? Transfer? Ah, guck mal. Aktive Transferaufgaben. Okay, von Spielbeertown nach die Hochebenen. Ah, das kann ich nicht auswählen, okay. Ach so, das bezieht sich, das Transfer, das bezieht sich, wenn ich dort eine Siedlung habe bei denen. Also wenn ich selber dort was gebaut habe in, auf den ihrer Karte, weil das ist ja auch noch so ein spezielles Ding hier an dem Spiel, dass man... dass man auf einer anderen Karte auch weiterbauen kann. Also ich kann zwischen zwei Karten hin und her wechseln, zwischen der Wüste zum Beispiel mit den Hochebenen und bei Spielbeertown mit der Wiese und dem Algen und dem Biom und kann auf beiden Karten gleichzeitig spielen. Also hin und her wechseln halt, ne? Aber das geht halt nur, genau, wenn ich dann das auch erlaubt habe über die Diplomatie, beziehungsweise die müssen mir das erlauben. Da müssen wir 50 Tonwaren noch austauschen. Was ist das hier? Zusammenarbeit. Wir vereinbaren, zusammenzuarbeiten und uns gegenseitig zu helfen. Benötigt Wegrechthandelsabkommen. Sie verlangen einmal Bronzewerkzeug. Okay, da müssen wir erstmal Bronzewerkzeug herstellen. Ah, guck mal, wir haben jetzt immerhin schon mal 0,7 Nahrung eingelagert. Das ist schon mal gut. Also es sieht schon sehr danach aus, dass wir unsere Brotmenge deutlich erhöht haben. Wir könnten auch noch mal eine Person annehmen eigentlich. Ingrid schließt sich an unserer Siedlung an. Das ist gut, weil wir müssten jetzt auch mal dran denken. Guck mal, eine Försterei bräuchten wir auch mal zum Beispiel. Noch mal eine Fischerei. Eine einfache Fischerei für Binnengewässer. Versucht, erwachsene Fische in der Nähe zu fangen. Es ist auch möglich, die Fische zu füttern, um mehr anzulocken. Stelle sicher, dass sich auch tatsächlich Fische im Gewässer befinden. Boah, guck mal, das Ding ist ja riesig. Aber ich meine, gut, das Gewässer hier ist auch riesig, ne? Das würde sich hier unten schon lohnen, glaube ich. Eine Fischerei aufzubauen. 4x Gewässer. Ich muss erst mal klären, wie ich das genau aufbaue. Ah, so rum, okay. Alles klar. Ja, machen wir das doch einfach mal dahin, wa? Würde ich sagen. Vielleicht, naja, vielleicht ein Stückchen rüber noch. So. Damit der Weg nicht ganz so lang ist. Haben wir uns ein Feld Weg gespart, ja. Ist doch nicht schlecht. Genau, machen wir das mal dahin.
mal noch eine Fischerei, weil dann können wir nämlich diesen komischen Angler hier oben abreißen. Da haben wir nämlich anscheinend dasselbe Problem. Der macht anscheinend irgendwie nichts, keine Ahnung. Also da kommt irgendwie nichts bei rum. Vielleicht, entweder müssen wir da eher die Fische noch füttern oder so, oder irgendwie einen anderen Trick anwenden. Ich mach das jetzt einfach mal weg. Ich glaube, das bringt nichts. Dann machen wir lieber die große Fischerei hier und hier haben wir auch mehr Fische im Wasser. Glaube ich. Da hinten sind welche, da sind welche. Das ist halt ein größeres Gewässer einfach. Genau, und die Baumaterialien müssten mehr am Start sein, oder? Ah, ganz schön viele Bretter. Müssen wir mal gucken, ob wir so viele Bretter haben. Weiß ich jetzt gar nicht. Was macht dein Jäger? Ja, der ist jetzt ja gebaut, ne? Stimmt, warte mal, da müssen wir ja noch die Waschbären, die Schafe und die Ratten wieder aktivieren auch. Und die Schafe, warte mal, Schafe, mach mal hohe Priorität bei Schafe. Arbeitet da jetzt einer? Die Andrea arbeitet da, okay. Also keine Ahnung, ob da einer was macht. Das war auch beim Jäger tatsächlich das Problem. Auch in der letzten Episode schon, dass der irgendwie nichts gemacht hat. Aber gut, jetzt ist auch 3 Uhr morgens, da kann auch keiner was machen. Wir müssen mal ein bisschen vorspulen. Also, ich muss sagen, der einfache Stall und die Schafe da drin und auch die Molkerei und so, das funktioniert alles sehr gut. Die produzieren auch Käse und so und Milch, das läuft. Also, die machen das, was sie sollen. Aber beim Jäger bin ich mir echt nicht sicher, ob da überhaupt irgendwas passiert, ne? Da bin ich mir echt nicht sicher. Also ich habe das bisher noch nicht einmal gesehen, dass da einer auch mal reingeht in das Gebäude. Hier, was macht denn diese Andrea gerade? Die können wir ja suchen. Ah, guck mal, die hat da aber anscheinend was gemacht gerade. Warte mal, ich will mal wissen, wo die hingeht jetzt. Huch, geht die jetzt... Jetzt folgt es irgendwie wieder nicht. Ja, okay, die geht da lang. Was macht sie denn da drüben? Die holt Holz, okay. Die trägt anscheinend Holz durch die Gegend. Lieferung läuft. Ach, die beteiligt sich an der Baustelle. Aber das macht sie doch bestimmt nur, weil sie beim Jäger gerade nichts zu tun hat, oder? Ich glaube schon. Irgendwie der Jäger, irgendwie ist das komisch. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Vielleicht muss ich irgendwie ein Jagdgebiet zuweisen oder so. Weil irgendwie ist das gerade etwas nebulös wieder, muss ich sagen. Ich verstehe das nicht. Weil ich meine, Tiere sind ja am Start. Also wir haben ja laut unserer Zählung alle Tiere... Guck mal, die Ratten, die sind richtig nach oben explodiert. Also die müsste er auf jeden Fall finden und jagen können eigentlich. Du hast die Tiere nicht in der Nähe. Ja doch, wilde Schafe gibt es doch in der Nähe. Da waren doch noch welche rumgelaufen. Und hier sind doch auch... Sind das hier Ratten? Das hier... Was ist... Ne, es sind Hasen, glaube ich. Feldhase, okay. Hier ist doch ein wildes Schaf. Das ist ein wildes Schaf, ich schwöre. Da sind schon Tiere. Aber irgendwie will der Jäger nicht. Ich reiß den Jäger jetzt ab. Das bringt, glaube ich, nichts. Mit dem Jäger. Pfeife auf den Jäger. Dann bauen wir lieber hier auf den... Fischer, würde ich sagen, auf die Fischerei. Die funktioniert, glaube ich, auch im Winter auch noch ganz gut, weil die Flüsse frieren ja nicht zu. Die schleppen das Zeug zu den Baustellen und arbeiten dann nicht dort, wo sie eigentlich zugewiesen sind. Ja, das liegt aber wahrscheinlich einfach daran, weil sie da, wo sie arbeiten sollen, nichts zu tun haben dann in dem Moment. Und dann machen sie halt, bevor sie gar nichts machen, machen sie halt dann was anderes. Ich wette, wenn der Jäger auch wirklich was zu tun hätte, wenn er was machen könnte, dann würde er da gar nicht an der Baustelle irgendwas machen. Das ist, glaube ich, so das Ding. Aber ja, ist halt schwer zu sagen. Dazu müsste man mal genau wissen, warum er nicht, da müsste das irgendwie dastehen, kann nicht in meinem Arbeitsplatz arbeiten, ich mache andere Aufgaben oder so ähnlich. So, jetzt machen wir mal hier wieder Beschleunigung. Ich glaube, jetzt fängt der Winter auch an. Und wir haben 0,1 Nahrung eingelagert für 0,1 Tag. Na, das kann ja heiter werden. Läuft denn schon wieder hier die Mühle nicht mehr? Ja, die Mühle macht schon wieder nichts mehr. Aber gut, jetzt liegt es doch wieder mehr daran, dass wieder nicht genug Getreide am Start ist. Ich mache mal schnell noch ein weiteres Getreidefeld. Auch wenn es jetzt ein bisschen spät ist wahrscheinlich. Aber egal. Müssen jetzt mal hier noch ein bisschen was an den Start bringen, schnell. Hilft alles nichts. Zur Not, warte mal, wir können ja jetzt auch über den Handel. Wurde jetzt eigentlich mal was verkauft hier? Ich glaube nicht. Ich glaube, Gras will keiner haben. Mein Gras will keiner. Und dabei habe ich so viel Gras. Guckt euch das mal an. Ich habe so viel Gras.
Ich habe für ein ganzes Leben habe ich Gras. So viel Gras kann keiner verbrauchen, so viel Gras habe ich. Und was kann ich damit machen? Nichts, keiner will es kaufen. Das ist wieder das Blöde, wenn es legal ist. Keiner will es mehr haben. Unglaublich. Naja, ich muss vielleicht mehr Nachfrage nach meinem Gras erzeugen. Hier, warte, wir müssen noch den Ankauf regulieren. Wähle einen Gegenstand, den du kaufen oder anfordern möchtest. Warte mal, was wollen wir denn anfordern? Wie wär's denn mit Mehl? Oder nee, warte mal, Getreide. Wir fordern mal Getreide an. Unser Marktplatz wird diesen Artikel intern von unseren anderen Marktplätzen auf den Karten anfordern. Ah, da kannst du dann zwischen den eigenen Marktplätzen auf den anderen Karten auch Sachen hin und her tauschen. Unser Marktplatz wird diesen Artikel von fremden Fraktionen einkaufen. Ja, mach das mal, genau. Kauf mal so 20 Stück. Genau. 20 Stück einkaufen. Okay, wir haben unser erstes Zeug importiert. 87. Nice. Weil dann können wir nämlich, wenn jetzt kein Getreide im Winter reinkommt, importieren wir das jetzt einfach. Was soll der Geiz? So macht man das ja, oder? Wenn es nicht durch den Winter angebaut werden kann, weil einfach Winter ist, dann importiert man sich das Getreide. Die Hügelstadt braucht Wasser. Okay, warte, dann haben wir hier noch neuer Eintrag. Und dann sagen wir, verkaufen alles, was über 300 geht. Unser Marktplatz wird diesen Artikel an fremde Fraktionen verkaufen, solange wir mehr an Lager haben als der eingestellte Schwellwert. Genau, und gerade sind 610 Einheiten. Dann können wir Wasser tauschen gegen Getreide. Aber irgendwie verliere ich ganz schön viel Geld gerade. Vielleicht sollten wir ein bisschen aufpassen mit dem Getreideeinkauf. Das scheint ziemlich teuer zu sein. Und das mit dem Wasser scheint irgendwie auch nicht so richtig was zu bringen, oder? Ja, irgendwie so richtig verkaufen. Warte mal. Unser Marktplatz wird diesen Artikel vom Fremden einkaufen. Ne, das soll er nicht, genau. Einkaufen soll er nicht. Er soll verkaufen, genau. Einen kleinen Schnitt später, meine lieben Freunde, habe ich tatsächlich jetzt nur noch 5 Münzen. Ich muss, glaube ich, ganz dringend diesen Verkauf einstellen. Das ist, glaube ich, überhaupt keine gute Idee. Wir nehmen das mal schnell raus. Wir sind nämlich gleich pleite. Also ich meine, ich kann auch ins Minus laufen mit einem Defizit. Das würde auch gehen. Aber ich glaube, eine gute Idee ist das so langfristig nicht. Wir haben jetzt auch 0,9 Nahrung eingelagert erstmal. Das ist erstmal noch okay, glaube ich. Es ist auch nicht so, dass hier im Winter gar nichts reinkommt an Essen. Da ist, glaube ich, schon auch ein Input drin, ein Inflow. Wir müssen, jetzt haben wir 1,1. Nice. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Ich glaube, wir müssen erstmal was finden, was wir auch wirklich verkaufen können. Das ist so ein bisschen das Problem. Haben wir Fleisch zufällig? Nee. Das ist eben das Problem, dass wir keine Fleischquelle bekommen, die auch wirklich mal nachhaltig ist. Also die wirklich auch dauerhaft produziert. Der blöde Jäger funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Und beim Fischerei bin ich mir auch teilweise überhaupt nicht sicher, ob da was bei rumkommt oder nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier nochmal einen zweiten Bauholzproduzenten, Holzverarbeiter. Direkt hier beim Forstplatz in der Nähe, ne, das hatte ich ja hier angelegt bei diesem Wald und ich glaube, das sollte jetzt eigentlich dafür sorgen, dass wir hier nochmal ein bisschen was reinkriegen, dass das hier schneller geht mit den Bauprojekten, die wir hier durchführen jetzt. Und ich muss mal schauen, wenn jetzt hier dann der Fischer aktiv ist, die Fischerei, ob dann da ein bisschen mehr Fleisch reinkommt auch noch. Wird auf jeden Fall interessant. Müssen wir mal schauen. Also das mit dem Handel ist momentan noch ein bisschen schwierig, weil wir alles das, was die brauchen, die anderen haben wir momentan noch nicht. Können wir eigentlich schon mit einer anderen Stadt auch Kontakt aufnehmen? Hier zum Beispiel. Du kannst diesen Ort entdecken. Deine Leute werden die Expedition auf eine benachbarte Karte im Gemeindezentrum vorbereiten. 10-mal Brot. Komm, das machen wir mal. Für 10 Brot noch eine zweite Siedlung entdecken. Das können wir mal machen. So viel Brot haben wir ja. Guck mal, 1,2 Nahrung. Also das Nahrungsproblem haben wir aber ganz gut gelöst jetzt eigentlich. Zumindest vorübergehend. Mal gucken, wie lange das vorhält. Hoffentlich so lange, bis hier unten die Fischerei dann endlich losgeht. Müssen wir mal gucken. Genau, da wird gerade gesagt, frohe Ostern. Vielleicht für die YouTube-Zuschauer als Hinweis, ich nehme diese Episode am Ostermontag auf. Also frohe Ostern nachträglich auf jeden Fall. Irgendwas stimmt hier nicht. Klicke, um das Ziel anzuzeigen. Hier ist jemand unglücklich, wie es aussieht. Da ist jemand unzufrieden, weil Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Stimmt, warte mal, Kirche. Wir können auch mal gucken, ob wir eine Kirche bauen können. Einen Schrein. Mit 10 Steinen. Oh, da brauchen wir Kupfer dafür. Was ist das? Kehrplatz? Hält die Umgebung sauber, putzt die Straßen. Na gut. Vielleicht mal eine Schankstube machen? Baut eine kleine Schankstube. Ein netter Ort.
an dem eure Leute zusammen ein gutes Getränk genießen können. Ja, Wasser halt, ne? Was anderes haben wir ja noch nicht momentan. Machen wir mal die Schankstube hier hin, neben den Marktplatz. Ich glaube, das ist eine gute Stelle für eine Schankstube. Hier auch direkt gegenüber vom Lagerfeuer, ist doch nice. Wie teuer ist die? Ach du meine Güte, 60 Steine. Na, jetzt geht's ja rund. Aber wir haben 10 Steine hier eingelagert und 15 Steine hier drüben. Das ist ja immerhin schon mal ein Viertel auf jeden Fall. Naja, immerhin. Naja, ein bisschen die Hälfte knapp. Sagen wir mal die Hälfte. Es ist die Hälfte. Gucken wir mal. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall hier erstmal noch Bretter. Wie viel Bretter brauchen wir hier? 8, okay, das hält sich in Grenzen. Gras brauchen wir vor allem. Gut, Gras haben wir wie Sand am Meer. Normale rohe Holzstämme, grobe Tücher und 50 Äste. Das sollte aber eigentlich alles weitgehend am Start sein. Wir machen mal ein bisschen Beschleunigung an. Jetzt ist ja eh Nacht. Die Nacht mal ein bisschen vorspulen, damit das schneller geht hier ein bisschen. So, genau. Wie schaut es denn so aus mit der Temperatur? Die Leute frieren auch so ein bisschen. Das ist natürlich auch nicht so schön. Jetzt ist die ganze Nahrung wieder aufgebraucht. Ah! Großer Gott! Wie schnell das dann aber auch geht, ey. Aber gut, ich meine, wir produzieren immer noch Käse. So ein Käse hier. Und ein bisschen Getreide kommt auch noch rein. Und ein bisschen Mehl auch. Die Frage ist halt, reicht das, um den Bedarf zu decken jetzt? Es ist immer noch einer unzufrieden, wie es aussieht. Die Frage ist, warum ist der unzufrieden, der eine? Was hat der für Probleme? Tja, Nahrung anscheinend könnte ein Problem sein momentan. Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, die Nahrung ist ein Problem. 24 Bretter brauchen wir da unten noch. Arbeiten die Bretterbuden denn eigentlich auch? Machen die auch was? Machen die hier eigentlich was? Feldbäume. Ja, okay, da ist gerade was reingekommen. Da passiert was, das ist gut. Das ist sehr gut, das ist ausgezeichnet. 23 Bretter. Und wir haben wieder 0,4 Nahrung immerhin. Also für 0,4 Tage. Ich glaube, wir kommen gerade so über den Winter mit Hängen und Würgen. Wir haben jetzt halt keinen Puffer mehr in Form von Gold, ne? Was ist denn eigentlich hier mit diesen Blättern? Ach so, das ist Futter. Futter für die Tiere wahrscheinlich. Tierfutter. Gelagerte Güter. Alter, dieses Gras, Alter. Wo ist denn eigentlich das ganze Gras? Frage ich mich. Wo ist denn das eigentlich abgeblieben? Wo wird denn das eigentlich reingesteckt? Wir könnten noch mal einen annehmen jetzt, aber das ist natürlich ein Risiko, weil wir jetzt natürlich aufpassen müssen wegen dem Nahrungsmangel auch. Und ich glaube, wir sollten auch noch mal... Oh, Bauernhof! Baut einen Bauernhof! Zum Sammeln und Lagern von Produkten. Yo, Baby! Ich glaube, das müssen wir machen. Einfache Schmelzerei. Ich glaube, wir brauchen einen Bauernhof, ohne Witz. Guck mal, da können wir dann nämlich auch, der kann auch die Felder hier komplett bewirtschaften dann. Das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Ich sag's euch. Haben wir vielleicht noch eine andere Fläche, wo sich das lohnt noch? Hier wäre noch eine Waldfläche, die man roden könnte eigentlich. Dann könnte man da auch nochmal einen Bauernhof aufbauen. Vielleicht können wir dann die Sammelhütten wegmachen. Weil an sich brauchen wir die ja dann eigentlich nicht mehr. Gute Frage, nächste Frage. Ich baue den jetzt dahin. Oder dahin. Guck mal, dahin. Da genau, da können wir da rechts die Felder noch ein bisschen mit bewirtschaften auch. Bau den jetzt dahin. Einfach mal wieder 100 Bauprojekte starten, von denen wieder alle 10 Jahre brauchen, bis sie dann mal gebaut sind. Was zum Teufel? Haha, ist da los? Der Wolf jagt... Kuh oder was das ist? Ja, das ist eine Kuh. Der Wolf jagt wenigstens auch mal was. Meine Jäger sind zu inkompetent zum Jagen. Immer gewesen, die ganze Zeit. Junge, Junge. Okay, jetzt ist wieder Nacht. Jetzt können wir wieder vorspulen eigentlich. Vorspulen.
Genau, und dann mal wieder langsamer. So, ich glaube, das braucht hier eine Weile tatsächlich. 0,2 Nahrung immerhin drin. 0,2 Tage Nahrung ist doch schon mal ein ganz okayer Puffer eigentlich. Ich mache jetzt mal die Prio hoch von dem Fischereibetrieb. Ja, irgendwie dauert mir das gerade auch ein bisschen lange gerade, bis das mal fertig wird. Können wir hier eigentlich noch das bisschen beschleunigen hier, die Verarbeitungsgeschwindigkeit? Da müssten wir grob gehauenen Stein reinstopfen. Das ist vielleicht jetzt nicht so gut. Guck mal, jetzt bringen sie auch Zeug dahin. Jawohl, guck mal. Dauert zwar immer noch ganz schön lange, aber vielleicht schaffen wir es ja bis zum Ende der Folge, dass das Ding fertig ist. Ich mach mal auf 20 Geschwindigkeit. Vielleicht geht das ein bisschen schneller dann. Jetzt wissen wir auch, wer da die komischen Geräusche macht. Ja, das war die Kuh, die da gejagt wird. Aber interessant, ja, die Tiere haben auch so ein bisschen so einen Ablauf. Deine Jäger sind Pazifisten. Sie warten darauf, dass die Tiere von selbst sterben. Ja, genau. Das wird sein, genau. Man kennt sie, diese pazifistischen Jäger, die einfach warten. Die laufen einfach hinter dem Tier hinterher und warten darauf, dass es tot umfällt. Die denken sich dann so, ha, jetzt fall doch endlich mal um. Krieg doch endlich mal einen Herzanfall oder so, dass ich dich endlich mit nach Hause nehmen kann. Eine sehr ineffektive Art zu jagen. Oh, ein neues Jahr. Überlebe 2 Jahre. Yay, wir haben schon 2 Jahre überlebt, meine lieben Freunde. Nice. Laola, Aloha. Der absolute Wahnsinn. 2 Jahre. Meine lieben Freunde. Mal sehen, ob wir noch länger überleben. Mal gucken. Spätestens, wenn die erste richtig krasse Hungersnot kickt, wird es wahrscheinlich schwierig. Und lange kann das nicht mehr dauern. Wir sind bei 0,0 Nahrung gerade. Wir haben eine Nachricht gekriegt. Ein eisiger Wind pfeift durch die Häuser der Stadt und die Atemwolken der Menschen scheinen dichter als sonst. Ein guter Vorrat an Feuerholz und warme Decken sind in diesem Winter unerlässlich. Ja, haben wir denn Feuerholz? Das ist eine gute Frage. Haben wir denn was eingelagert davon? Ich habe keine Ahnung, aber eigentlich müsste doch was am Start sein. Ja, guck mal, Bündel Feuerholz. Oh, da geht's gleich direkt runter, der absolute Wahnsinn. Nicht schlecht. Hier haben wir auch Feuerholz drin. Also eigentlich sieht das sehr gut aus, würde ich jetzt sagen. Was fehlt, ist eher Bauholz. Wieso? Also ja, ich glaube, Gras kriegst du automatisch auch, wenn du Getreide sammelst halt. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Du kriegst immer irgendwie Gras als Nebenprodukt. Das müsste auch so sein, weil du brauchst Gras ja auch am Anfang, um die ganzen Hütten zu bauen. Wenn das nicht so wäre, dann müsstest du ja ständig dich entscheiden, ob du Gras sammelst für deine Hütten, um die zu bauen, oder du müsstest halt Essen sammeln. Also Getreide und Obst und was weiß ich nicht alles. Ja, also das ist halt so ein bisschen das Ding. Du musst halt immer auch Gras bekommen nebenbei. Und selbst später dann brauchst du das Gras ja für die Tiere auch dann. Die brauchen ja das Futter. Nur noch 16 Bretter. Nice. Dauert nicht mehr lange. Ich sag ja, am Ende der Episode haben wir vielleicht dann den Fischereibetrieb am Start. Das wäre ja schon mal nicht schlecht. Wie sieht's eigentlich beim Bauernhof aus? Ja, der braucht noch 14 Töpferwaren. Ja, der braucht halt auch ganz viele Bretter noch. Und auch, oh, Alter, so viel rohes Holz. Heftig. Gleich mal hier auf 300-fache Beschleunigung stellen. Was? Es hat gebimmelt? Kuh klaut vom Marktplatz. Was? Er schießt sie. Wie kann die Kuh vom Marktplatz klauen? Was ist da eigentlich los? Verschwinde. Kusch. Ja gut, die klaut das Gras. Die klaut das Gras. Mein wertvolles Gras. Und ich bin auch noch zufrieden damit. Ich glaube, es hakt. Ich glaube, es hakt. Na gut, da müsste man aber eigentlich irgendwie eine Möglichkeit haben, um das zu unterbinden, finde ich. Das ist irgendwie ein bisschen albern, dass die Tiere zwar klauen können, aber die Leute das irgendwie nicht verhindern können. Guck mal, die Schafe klauen auch. Die gehen einfach dahin und fressen den Marktplatz leer. Alter, mein ganzes Gras ist weggefressen. Tausende von Einheiten werden einfach aus dem Lager rausgefressen. Was ist da los? Was soll denn das bitte? Wie geht denn sowas? Die haben das einfach weggeatmet. Ein ganzes Jahr an Produktion haben die Schafe aus dem Marktplatz rausgeatmet. Wie so Staubsauger. Was geht denn?
Ich glaube, wir müssen eine Mauer um die Siedlung bauen. Also wirklich komplett um die ganze Siedlung. Damit die Tiere da nicht reinlaufen können. Aber das Ding ist, wir müssen das müssen wir auch an den Flüssen auch drumherum bauen, weil die kommen auch übers Wasser rüber. Die krassen Viecher, guckt sie euch an. Das gibt's doch nicht, ey. Das kann doch alles nicht wahr sein, Mann. Und hier werden immer noch 13 Bretter gebraucht, Mann. Das ist ja unglaublich. Warum dauert das eigentlich so lange? Ist hier überhaupt noch einer am Arbeiten? Die Erika. Die Erika. Die arbeitet da beim Holzhacken. Das gibt's doch nicht. Aber irgendwie sehe ich keinen da. Aber egal, ich mache jetzt mal hier die Beschleunigung an. Beschleunigen, beschleunigen, beschleunigen. So, Moment. Wenn wir jetzt einen Zaun bauen wollten, meine lieben Freunde, wie würden wir da jetzt vorgehen? Also es gibt Zäune und es gibt auch Zauntore, so ist es nicht. Es gibt sogar Steinmauern, aber ich glaube, die ist ein bisschen teuer. Guck mal, da braucht man nur Äste. Kann man denn überhaupt... Okay, man kann über das... Also über das Wasser kann man gar keinen Zaun bauen. Das ist schon mal Problem Nummer 1. Ich kann auch nicht neben so einem Weg, kann ich auch keinen Zaun bauen. Das heißt, ich muss wirklich... Komischerweise hier auf der Seite geht's. Hier geht's irgendwie nicht. Okay, das ist natürlich dann doof. Auf der Seite geht's. Und was hält die Schafe dann davon ab? Okay, hier kann man auch einen Zaun bauen. Was hält die dann davon ab da? Weißt du was, ich mache jetzt mal hier einen Zaun. Einfach mal testweise, um mal zu gucken, wie die Viecher sich da verhalten. So, und dann... Was ist denn, wenn wir da vielleicht jetzt so ein Staudings machen? Kann man da dann einen Zaun drüber bauen zufällig? Gibt's Brücken? Ich glaube nicht, oder? Ich habe noch keine gesehen. Ich probiere mal so ein Ding. Ich setze das einfach mal dahin. Und dann ziehen wir mal. Guck mal, probieren wir mal, ob wir da dann die Mauer drüber ziehen können. Oder vielleicht ist das schon so eine Art Mauer, dass die Viecher da nicht langkommen. Müssen wir mal probieren alles. Ich habe keine Ahnung. Also quasi, warte, dann machen wir das so und lassen hier vielleicht noch ein bisschen frei, weil wir können ja hier theoretisch noch Felder aufbauen auch. Und dann machen wir es so. Okay, da kann ich auch nicht rumbauen. Ich hoffe, das zählt hier als abgeschlossen. Kein Plan. Weil dann bauen wir das hier nämlich komplett erstmal zu. Kommen die da überhaupt drüber, die Leute? Um das zu bauen? Also hier kommen sie ran. Hier weiß ich es gar nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es doch besser, warte mal, wenn wir hier das nochmal wegmachen. Ja, genau. Und da vielleicht dann eher ein Zauntor. So. Und dann da eine Straße vielleicht. So. Und dann, genau, hier eine Brücke drüber noch. Dass die auch hier hinlaufen können. Weil bringt ja nichts, wenn sie da nicht hinlaufen können. Und das ist halt so die Sache. Weil wenn die Schafe übers Wasser können, dann hält sie ja eigentlich nichts davon ab, hier um den Zaun rumzugehen und dann hier durchs Wasser und dann in meine Siedlung rein. Also müsste ich eigentlich ja den Zaun dann hier zubauen wahrscheinlich und nicht hier drüben. Und dann könnte ich mir wahrscheinlich das hier sparen, weil das jetzt ja auch nicht gerade billig ist mit 4 Brettern und 4 Steinen. Die Kuh hat Gras gefressen, ja. Das ist echt krass, die haben einfach alles rausgesaugt. Aber wir haben schon wieder 464 Einheiten Gras, also da kommt ordentlich was rein. Vielleicht war das gar nicht so schlecht, dass mal ein bisschen Gras rausgesaugt wurde aus der Anlage. War vielleicht auch einfach kein Platz mehr für was anderes. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Wie sieht's denn hier jetzt mit dem Bau aus? Da macht ja gerade einer was. Oh, guck mal, hier brauchen wir nur noch Äste und Bretter eigentlich. Also das ist schon ziemlich weit, erstaunlich weit. Dafür, dass ich eigentlich die Prio hier hinten drauf gelegt habe, ist das Gebäude erstaunlich weit da schon. Der Bauernhof wird aber auch sehr gut weitergebaut schon. Töpferwaren sind auch schon fast alle drin. Die Hälfte der... Über die Hälfte vom Rohholz haben sie schon reingestopft. Und auch die Hälfte von den Zweigen fast. Nicht schlecht. Also es geht schon voran, ja. Aber es sind irgendwie 6 Leute unglücklich. Woran liegt's, frage ich mich. Woran liegt's? Am Essen liegt's. An der Nahrung. Und am, was ist das? Viele Lebewesen brauchen Ruhe. Erholungsphasen. Ja, Erholungsphasen. Erholen können sie sich, wenn sie tot sind. Erholungsphasen können sie haben, wenn sie unter der Erde liegen.
in einem kalten Grab. Da können sie sich ausruhen, solange sie wollen. Jetzt müssen sie arbeiten. Arbeiten. Mein Gott, haben wir viele Bauprojekte jetzt. Kriegen wir überhaupt genug Zweige? Ist hier überhaupt der... Oh, der Holzfäller hier, der hat jetzt wirklich nicht mehr genug Zeug. Das müssen wir jetzt mal beseitigen hier, glaube ich. Der muss jetzt mal verlegt werden. Der muss jetzt mal irgendwie hier nach oben oder hierhin verlegt werden, weil sonst kriegen wir kein Holz mehr. Forstplatz. Den machen wir jetzt mal hierhin. Knechten, Knechten. Genau, wir müssen sie knechten. Meine lieben Freunde, knechten. Aber der Winter ist fast wieder vorbei. Also wir haben den Winter auf jeden Fall überstanden und es ist niemand, bisher ist niemand gestorben, ja. Also immerhin, da haben wir schon mal wieder, können wir wieder einen Haken dran machen eigentlich. Naja, in 2 Tagen, glaube ich, ist er vorbei. Machen wir mal Vorlauf. Mal sehen, ob wirklich niemand stirbt. Ich bin gespannt. Kann immer noch einer sterben. Schaf klaut vom Marktplatz. Alter, was ist mit diesem Marktplatz nicht in Ordnung? Können die nicht dafür sorgen, dass da kein Essen rumsteht für die Tiere, dass die das sich einfach nehmen? Das ist aber auch ein bisschen unlogisch, muss ich sagen. Weil ich meine, ein Marktplatz, da sollten die Sachen doch eigentlich so verstaut sein, dass da die Tiere nicht rankommen eigentlich. Was sind denn das für Schafe? Sind das irgendwelche Mission Impossible Schafe, die so wie bei Chicken Run oder so, weißt du, oder hier wie bei Shaun das Schaf, die dann irgendwelche geheimen Missionen machen, um an dieses wertvolle Gras im Marktplatz ranzukommen. Und dann im Hintergrund immer die Mission Impossible Musik. Und dann ziehen die sich so Tarnanzüge an. Aber eigentlich brauchen die sie ja gar nicht, weil es ist ja eh alles weiß. Und dann rutschen die da so an so einer Seilrutsche, lassen die sich dann runter. Und holen dann das Gras aus den Behältern raus. Also das ist ein bisschen krass, glaube ich, für so ein Schaf. Und vor allem, ich meine, gut, so eine Kuh kann ich noch verstehen, wenn die dann einfach so gegenrennt vielleicht und so einen Behälter umschmeißt und das dann klaut, aber so ein Schaf, ich weiß ja nicht. 6 Bretter noch, ich werde wahnsinnig. Und der Dings hier ist fertig. Arbeitet da auch einer? Ja, da arbeitet einer, alles klar. Ich sehe zwar keinen da arbeiten, aber ich nehme mal an, wo ist die denn gerade, die Frau? Ja, ich bin gerade hier ganz entspannt und ich gehe mal hier so durch die Stadt durch. Ich gehe mal zu meinem Arbeitsplatz ganz in Ruhe. Wir brauchen echt so Leute mit Peitschen, glaube ich. Jetzt läuft das hier, genau. Wir brauchen so Leute mit Peitschen, die so ein bisschen die Arbeiter motivieren. Das wäre noch ganz gut, wenn man das vielleicht noch patchen könnte vielleicht, dass man Leute mit Peitschen da hat, die da ein bisschen für Stimmung sorgen. So. Oder so Leute mit Trommeln, die dann so stehen, damit die im Gleichtakt arbeiten. Das wäre noch ganz praktisch. Oh Gott, guckt euch doch diese Schafhorde an, ey. Alter, die laufen von Feld zu Feld und fressen einfach alles. Ne? Die fressen komplett. Sag mal, die Schafpopulation muss doch komplett durch die Decke eskalieren gerade. Zählung. Wo sind denn die Schafe? Schafe? Ne, die geht sogar nach unten. Wie kann das sein, frage ich mich. Die Viecher fressen ohne Ende und die Population geht runter. Aber die Rattenpopulation geht auch runter. Könnte vielleicht daran liegen, dass wir schon wieder das ganze Getreide verbraucht haben. 3 Bretter nur noch. Jawohl, dann ist die Fischerei auch fertig. Aber dann ist es auch schon wieder Frühling. Dann brauchen wir sie wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Es hat einen ganzen Winter gedauert und einen ganzen Herbst, das Ding zu bauen. Unglaublich. Der Arbeitsplatz hat Priorität gegenüber Gemeinschaftsaufgaben. Außerhalb der Arbeitszeit hat aber die Arbeit tiefe Prio und sie helfen eher an Gemeindeaufgaben. Okay, außerhalb der Arbeitszeit, aber was ist, wenn sie ihren Job, den sie eigentlich haben, aufgrund zum Beispiel von Rohstoffmangel oder so nicht ausführen können? Machen sie dann auch Gemeindearbeit oder ist denen das dann egal und sie warten so lange, bis was reinkommt? Das wäre eigentlich mal die spannende Frage, weil dass die wahrscheinlich, wenn sie sonst Freizeit haben, aber nichts zu tun haben, dass sie dann bei Gemeinschaftsaufgaben helfen, das leuchtet ein, ja. Aber wie ist es, wenn sie ihren Job nicht ausführen können? Also wenn irgendwas blockiert zum Beispiel. Weil es ist halt häufiger auch so gewesen, dass wir halt einfach zum Beispiel beim Müller, also gut, das kann vielleicht wirklich ein Fehler gewesen sein bei der Mühle, aber da haben wir einfach gesehen, hat einfach nichts gemacht die ganze Zeit. Obwohl eigentlich Getreide da war, der hat einfach nichts gemacht. Der hat einfach Gemeinschaftsaufgaben gemacht, aber er hat in der Mühle nicht gearbeitet. Und das ist halt schon ein bisschen merkwürdig dann. Der sollte ja eigentlich, wenn Getreide da ist und wenn er auch gerade was in der Mühle hat, dann sollte er nicht Gemeinschaftsaufgaben machen. Dann sollte er ja eigentlich in der Mühle arbeiten.
Genau, dann gehen sie ihre Arbeitsplätze durch. Wenn nichts geht, helfen sie bei Gemeindeaufgaben. Also das heißt, wenn in der Mühle Getreide drin ist und er könnte was machen, aber er macht Gemeinschaftsaufgaben, dann stimmt irgendwas anderes nicht. Dann findet er vielleicht den Weg zu seiner Mühle nicht oder so. Weil er hatte dann ja auch gearbeitet, als wir die Mühle versetzt haben. Gemeindeaufgaben mit höchster Priorität können gleich hoch werden wie Arbeitsplätze. Aha. Ah, es ist Frühling, nice. Sehr schön. Warte mal, es ist ja Nacht, wir müssen mal vorspulen. Kann man direkt um die Felder einen Zaun bauen? Ja, also, da müssen wir mal gucken. Wenn es nicht gerade direkt am Wasser ist, könnte es sogar gehen. Ah, guck mal, ja, okay, das geht, siehst du? Ja, dann machen wir das so. Alter, diese Schafsherde. Die müssen wir erstmal loswerden, kann das sein? Warte mal, dann machen wir mal gegenüber vom Bauernhaus. Machen wir mal ein Tor. Jetzt ist die Frage, ist es dann auch zu? Wenn ich hier jetzt an das Gebäude rangehe, oder ist es dann da noch offen? Ja, die haben ja wieder das Problem, dass ja da der Fluss ist, ne? Aber gut, ich meine, ich kann das ja auch jetzt hier so zumachen, eigentlich. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Bin ich mal gespannt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Tiere draußen bleiben. Ah, die Brücke haben sie gebaut schon mal. Nicht schlecht. So, jetzt muss natürlich das ganze Zeug erstmal zu den Baustellen gebracht werden hier. Drei Bretter noch. Kann man direkt um die... Genau, habe ich gerade gezeigt. Also das geht anscheinend. Man kann die Felder anscheinend mit dem Zaun auch komplett direkt einzäunen. Ja gut, das ist ja dann... Das passt ja. Ich dachte, ich müsste ein Feld entfernen, um den Zaun drumherum zu bauen. Aber das scheint nicht der Fall. Also ist nicht der Fall offensichtlich. Ich kann einfach über das Feld sozusagen bauen. Ja, da kommen die Bretter. Eins! Noch ein Brett! Komm schon, eins geht noch. Eins geht noch. Klingeling, Fischerei. Jawohl, es ist fertig. Die Fischerei ist fertig. Nice. Und arbeitet da schon einer? Ja, die Ingrid arbeitet da. Sehr gut. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das Fischen jetzt schon geht. Guck mal, jetzt können wir nämlich uns entscheiden, ob wir die Fische füttern mit Mehl. Oder können wir einfach beides mal anmachen. Mal gucken, vielleicht kriegen die ja ein bisschen Mehl zum Fische füttern. Und wenn wir Fleisch haben, dann können wir das auch exportieren, weil die Hochebenen wollten ja Fleisch haben. Da hatten sie ja nichts im Lager gehabt. Oh, da wurde schon was produziert. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt gesehen habe, dass so eine Fleischproduktion auch mal was abwirft. Wobei, nee, ich glaube, der kleine Fischer hatte zwischendurch tatsächlich auch mal was gemacht. Aber dann hat er irgendwie aufgehört, keine Ahnung. Genau, jetzt haben wir Fisch und jetzt haben wir Fleisch und mal gucken, wie viel da reinkommt. Und wenn wir da einen Überschuss bekommen, einen richtigen ordentlichen, können wir das dann auch exportieren auf jeden Fall. Nice. Und an dieser Stelle endet diese Folge auf Life and Land in der Early Access. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Life and Land, sondern zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und es ist eine sehr coole Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.